Paolo, du darfst jetzt die Augen öffnen. Das ist geil, Alter. Also als Sigrid mir gesagt hat, jetzt darfst du die Augen aufmachen und dann sah ich nur Spiegel und dachte, ey, wie geil, sowas brauche ich daheim. Ich finde es toll, an den Spiegeln zu sehen und mich selbst mal angucken zu können rundum. Ich glaube, dass ich trotz dem Gewicht ziemlich sportlich ausschaue. Es war eine Erleichterung, wo ich gesehen habe, dass manche unglaublich gut mit diesem Raum umgehen und auch wirklich öffnen und auch manche Spaß gezeigt haben. Ich sehe gut aus. Ja, krass. Ich bin positiv überrascht. Nach den 2 Wochen habe ich ja schon 15,5 Kilo, glaube ich, abgenommen. Also ich sehe einfach gerade eine krasse Veränderung für mich persönlich. Ich bin glücklich, hier teilnehmen zu können und daran zu arbeiten. Das ist eigentlich jetzt so das vordergründige Gefühl, was ich empfinde. Ich habe ganz klar auch gesehen, dass ich tatsächlich Gewicht verloren habe. Und das war positiv. Ich hatte hier am Anfang echt viel Bauch und wenn ich jetzt so sehe, dann habe ich das Gefühl, ich sehe irgendwie noch ein bisschen unter mir versteckt den Sportler. Ich sehe den schon ein bisschen. Der Raum der Wahrheit hat mich einfach nochmal bestärkt darin, nicht aufzugeben, sondern das wirklich hier durchzuziehen. Ich will was ändern und ich freue mich dann auch drauf, wenn ich dann abgenommen habe. Und die sind die wunderbarsten Worte, die ich jetzt sehe, dass du dich freust, weiterzumachen und dass du jetzt da drinnen stehst und auch eine Veränderung stattfindet. Du lebst in dem Körper, der schützt dich. Du musst dich halt jetzt nur drum kümmern und das mache ich jetzt halt einfach. Ne? Davor habe ich das nicht gemacht. Mein Fazit aus dem Raum der Wahrheit ist, weiter so, Sabine. Weiter, weiter, weiter. Vollgas. Um die negative Konfrontation mit dem Ist-Zustand in positive Wege zu leiten, geht es für alle ins Outdoor-Gym. Meine Lieben, ihr wurdet heute im Raum der Wahrheit mit euch selbst konfrontiert. Und der ein oder andere wäre vielleicht jetzt genau in dieser Situation ins Frustessen verfallen. Ich hatte Wut. Ich war sauer auf mich selber vor allem und wollte einfach diese Aggressivität, die in mir drin war, diese ganze Wut einfach rauslassen. Ich möchte, dass wir jetzt diese Energie in Kraft umwandeln. Und was könnte es Schöneres geben, nach so einem anstrengenden Tag, den Tag zu beenden mit einer richtig, richtig schweißtreibenden Sporteinheit? Viele haben einfach so einen Druck in sich und auch eine Wut auf sich. Vielleicht auch auf andere Sachen. Jetzt müssen wir mal richtig Dampf ablassen. Gut, dann machen wir uns warm. Auf geht's. So, Nico, komm mal nach vorne. Nicht da hinten verstecken. Auf geht's. Sie muss alles sehen und laufen. Nico, du guckst so verspannt. Hast du keinen Bock? Nee, ich blute das Knie. Ach so. Aber machen heute nicht so viel mit den Beinen. Ich habe da schon Verständnis dafür. Aber am Ende des Tages muss man auch mal, wenn es weh tut, weitermachen. So, los geht's! Wieso bist du hier? Wie ging's dir im Raum? Komm, 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 komm. Power, ja, komm und Power, Power, Power! Zu Hause hätte ich jetzt einfach gegessen, das ist das Ding. Und hier lerne ich einfach, dass ich das anders machen kann. Und es macht mir auch Spaß. Also es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Wir konnten tatsächlich ja auch mal so ein bisschen ja, Emotionen rauslassen. Lass alles raus! Als ich da auf den Reifen geschlagen habe, tat mir das einfach gut, dass wir das so alles rausgelassen haben, was wir vorher verbockt haben. Mit Voila! Geil! Nochmal! Patrick! Die Kandidatinnen und Kandidaten lassen ihrem Frust freien Lauf und powern sich aus. Spür noch
mal, wie du deine Kraft rausholst. Blick nach vorne, du siehst, was kommt. Ich habe gemerkt, dass ich die Francesca nicht erreiche. Der Raum hat schon was mit ihr bewirkt. Und ich habe auch gemerkt, irgendwas passiert mit ihr. 5, 4, 3, Francesca! Sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Gut. Ich habe einfach keine Kraft mehr, keine Energie. Wenn dieser Körper auch mal schlapp macht, wenn die Kraft kurz mal nicht da ist, heißt das nicht, dass es immer so bleibt. Ich freue mich. Ich hoffe es, weil in der Vergangenheit war es nicht so. Und das hat mich dann auch geärgert. Und ja. Und was war aber da in der Vergangenheit? Ich hab's halt sein lassen und hab halt aufgegeben. Das will ich ja hier nicht. Ich will das ja umsetzen, ich will es ja lernen und das ärgert mich dann. Aber schau mal her, du sagst auch, das war mal. Du bist schon einen Schritt weiter. Du bist nicht mehr in deiner Vergangenheit. Ja. Du nimmst es wahr, machst aber weiter. Du gibst nicht auf. Super. Du machst es so toll. Und es hat gut getan, einfach da alles rauszulassen. Wenn es nicht über Sport ging, dann wenigstens darüber, ja. Tina Fessi, komm, jawohl, komm, hau drauf und wir arbeiten, komm, Tina, gib ab, komm an, und Nico, hopp, hopp. Nico, weiterarbeiten. Ich sehe das ja, wenn du nichts machst, ne? Steh ja hier direkt. Das ist mir scheißegal heute. Das ist dir scheißegal? Es ist kein Grund, hier ausfällig zu werden. Ich wollte nicht ausfällig. Du hast gesagt, es ist dir scheißegal, nicht in dem Ton. Du bist hier, um Sport zu machen. Und das kannst du machen auch mit, was weiß ich, am Knie. Das ist kein Problem. Genau um das geht es, um Wege zu finden, auch Dinge zu tun, die wir normalerweise nicht tun können. Und bockig zu sein jetzt und stur zu sein, so wie du es genauso wie du es zu Hause machst, werde ich im Leben nicht weiterbringen. Ich bin nicht dein Feind. Ja, doch. Ich will, dass du Erfolg hast. Ich will, dass du abnimmst. Das will ich. Ein Feind, dem bist du egal. Du bist mir nicht egal. Und du arbeitest einfach weiter. Arbeite weiter, jetzt. Nico fällt einfach der Alltag hier schwer. Hier gibt es viele Regeln. Hier gibt es Dinge, die man tun muss. Und er macht unfassbar viele Erfahrungen, gerade die ihm für sein Leben echt was bringen können. Ich möchte noch mal diesen Power sehen. Ich möchte mich hier so zur Maschine machen, sage ich immer, so spaßeshalber, und einfach stärker werden. Und mit jedem Mal, wo ich meine Muskeln anstrenge, werde ich hier stärker. Dann noch mehr, 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 mehr. Weiter, weiter, weiter. Patrick, was ist mit dir los? Du flippst ja bei uns. Dieses Teil zu bewegen, das hat super krass Bock gemacht, weil Patrick war auch so on fire. War mega, also da habe ich richtig Motivation gefunden draußen bei der Sporteinheit. Und ab in die Bund! Ah, gleich. So, jetzt ist 10. Am Samstag wird weitergearbeitet, keine Pause. Pause! Kann man auch im Stehen machen. Nur hau dir nicht auf den Kopf damit, ne? Vorsicht. Das geht's extra. Robin, mach ich Fall. Was ist gerade gesagt? Geht's extra. Was machst du? Das hau ich extra auf den Kopf. Da haust du extra auf den Kopf? Ja. So. Nein, du machst gar nichts jetzt. So, setz dich da hin, ja. Machst gar nichts mehr. Gerade in so schwierigen Momenten ist es wichtig, dass man dranbleibt und ihn nicht dann irgendwie in diesem Gefühl bestärkt. Nico, mit so einer Einstellung wirst du nirgends ankommen. Nirgends. Ja, dann komme ich ja langsam. Ja, und dann? Ja, bleibt es halt so, wie es ist. Ja, ist es gut? Nee. Ja, aber ist es die Lösung? Ist das die Lösung, Nico? Nee, ist nicht die Lösung. Was ist denn die Lösung? Weiterzumachen. Du kannst auch, wenn dein Knie ein bisschen wehtut, kannst du trotzdem ein bisschen was tun. Gut.
Na? Ja, ich weiß, dass es weh tut. Ich glaub dir das sogar. Das ist aber gar nicht schlimm. So, Nico, auf geht's. Geh da ran und arbeite vorsichtig. Komm hoch. Komm hoch. Ja, Rami ist schon sehr wichtig für mich. Und ich weiß ja, dass er es eigentlich nur gut meint. Aber ab und zu ist es wirklich hart. Aber da muss ich dann auch irgendwie durch. Stark, super, super gut. Sehr schön. Und komm, und lass mal richtig Wut raus hier, komm. Jawohl. Das hat gut getan. Einfach mal mit voller Wucht auf den Reifen drauf. Es ging ja sogar fast der Stock kaputt. Lass es Holz fliegen. Super, super, super. Gut, gut. Pause. Top. Negativ. Super. Ich fand es ehrlich gesagt sehr schön, dass sich Nico dann gefangen hat. Und das zeigt mir auch, dass er tatsächlich auch Vertrauen zu mir hat. Und dass er auch glaubt, dass ich für ihn da sein möchte. Geht's dir besser jetzt? Dich hin. Ha? Ich will, dass du Feuerwehrmann wirst, dass du Profi-Feuerwehrmann wirst. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich will es mehr als du. Komm her. Komm. Komm her. Alles gut. Ja, so das gelobt werden mag ich ja nicht so. Aber es war schon in dem Moment ganz gut. Und dass er mich dann immer motiviert hat, hat dann gezeigt, dass er mich nicht aufgeben möchte. Und ich muss ihm halt jetzt auch mehr vertrauen.